Wir gehen jetzt gemeinsam mal auf diese Platine noch einmal kurz ein. Ich zeige euch das Ganze in Aktion. Einfach nur, um mal kurz zu zeigen, dass wir hier wirklich einen funktionstüchtigen Arduino produziert haben. Hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nach 18 Folgen der Kika Tutorial Serie stehe ich jetzt auch nochmal wieder vor der Kamera. Genauer genommen, ich sitze vor der Kamera. Ein etwas ungewohntes Gefühl jetzt schon fast wieder, da ich die letzten Videos ja nur noch nachgeschnitten habe und ansonsten eher im Hintergrund mich aufgehalten habe. An der Stelle direkt nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Jürgen für dieses Engagement, dass er das so durchgezogen hat, hier die 18 Videos für euch zu produzieren. Ich gebe zu, ich alleine hätte das niemals geschafft. Ich habe das Know-how, was KiCad angeht, einfach nicht. Von daher bin ich ihm riesig dankbar, dass er uns diese Tutorial-Serie hier auf dem Kanal ermöglicht hat. Also wirklich riesengroßen Dank an dich, Jürgen. Das war's auch noch nicht mit Jürgen, sondern ihr seht Jürgen auch direkt im kommenden Livestream schon wieder. Den haben wir geplant für den 30.08. um 18 Uhr. Notiert euch das Datum, seid gerne dabei. Wir freuen uns über jeden, der uns live unterstützt im Livestream, der sich live beteiligt, denn es geht um euer Feedback. Wir möchten gerne euer Feedback nochmal zur KiCad Tutorial Serie hören. Was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Was fehlte euch vielleicht sogar noch, wo wir noch ein Video drüber machen sollen, was ihr gerne noch wissen würdet, sehen würdet? Und dann geht es auch darum, welche Videos erwarten euch auf diesem Kanal in Zukunft? Wenn ihr da also noch irgendwelche Wünsche habt, dann solltet ihr am 30.08. um 18 Uhr einfach mal hier auf YouTube vorbeischauen. Wie gesagt, da sind Jürgen und ich im Livestream für euch da. Und ja, möchten einfach mal so ein bisschen mit euch über die Zukunft von diesem Kanal hier reden. Wir haben uns da auch schon so ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte aber nichts vorwegnehmen, von daher gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Seid gespannt, seid am 30.08. mit dabei. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wo uns die Reise dann hinführt. Ja, aber weshalb ich jetzt hier hauptsächlich vor der Kamera sitze, ist eigentlich, wir haben jetzt unheimlich viel über KiCad gelernt, wie man sich seine eigenen Platinen herstellen kann. Jetzt könnte man aber natürlich sagen, wenn ihr das nicht selber nachgebaut habt oder nachdesignt habt und habt fertigen lassen, ja gut, ist ja alles schön und gut, was ihr da gemalt habt, aber klappt das denn auch? Wer soll's wissen? Ich weiß es, ihr wisst es gleich auch. Hier habe ich eine fertige Platine. So sieht das Ganze aus. Das ist die Rückseite. Und ja, wir gehen jetzt gemeinsam mal auf diese Platine noch einmal kurz ein. Ich zeige euch das Ganze in Aktion. Einfach nur, um mal kurz zu zeigen, dass wir hier wirklich einen funktionstüchtigen Arduino produziert haben. Nur eben ohne die USB-Buchse da dran. Und bevor wir das aber machen, bevor wir uns angucken, dass das Ding wirklich funktioniert, fehlt noch ein ganz wichtiger Schritt, den ich euch jetzt noch erklären möchte oder euch zeigen möchte. Und zwar, ein Arduino Nano, der mit Sicherheit mit dem Uno zusammen so zu den meistverbreitetsten Arduinos gehört, die werden in der Regel mit einem schon vorinstallierten Bootloader ausgeliefert. Das heißt, das Ding schließt ihr an den PC an und es funktioniert. Ihr könnt sofort mit der Arduino-Software eure Sketches draufspielen und das klappt einfach. In unserem Fall haben wir jetzt einen Atmega hier auf die Platine gepackt und den Atmega, den kann man mit als auch ohne Bootloader kaufen. So, und wenn jetzt irgendwer das nicht wusste, hat das nachgebaut und hat sich jetzt zufällig einen Atmega ohne Bootloader gekauft, weil er vielleicht gedacht hat, ah, guck mal, der ist günstiger, dann nehme ich den. Ja, dann schließt er den an und das Ding funktioniert nicht. Naja, toll. Tollen Mist habt ihr da produziert. Schmeißt das Ding in eine Tonne. Nein, stopp, nicht wegschmeißen. Das funktioniert. Ihr müsst nur den Bootloader eben vorher flashen. Das Video ist aber nicht nur für Leute interessant, die jetzt hier ein Atmega ohne Bootloader zu Hause rumliegen haben und den benutzen möchten, sondern auch vielleicht für Leute, die ihren Nano oder ihren Uno gebrickt haben. Heißt, dass der irgendwo im laufenden Betrieb eingefroren ist und seitdem einfach nicht mehr zu reanimieren ist. Das kann nämlich daran liegen, dass der Bootloader kaputt gegangen ist. Und auch dann könnt ihr den Bootloader neu flashen, in den meisten Fällen, wenn die Hardware nicht wirklich kaputt gegangen ist. Und ja, dann sollte er wieder laufen.
Ein weiterer Anwendungsfall fürs Flashen eines Bootloaders wäre zum Beispiel, wenn ihr zu denjenigen gehört, die immer, wenn ihr ein Arduino Uno oder Nano von euch anschließt, in der Arduino IDE erstmal Old Bootloader auswählen müsst, damit ihr euer Sketch hochladen könnt. Auch dann könnte das Ganze für euch interessant sein, denn mit dem Bootloader Flashen könnt ihr dafür sorgen, dass ihr eben die aktuellste Version des Bootloaders auf eurem Atmega oder auf eurem Nano oder auf was auch immer drauf habt. Und ja, damit spart ihr euch diesen Wechsel auf den Old Bootloader. Ja, so viel erstmal vorab. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter ins Büro. Da ist es nämlich auch ein bisschen kühler als hier oben unterm Dach. Und dann flashen wir mal gemeinsam unseren Bootloader auf den Atmega und schauen dann mal, ob die Platine hier auch wirklich funktioniert. Ach halt, bevor wir runtergehen, noch eben kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich habe hier jetzt meinen Merch-Shop gestartet. Und zwar kriegt ihr da zum Beispiel dieses T-Shirt, Freund des gepflegten Kabelsalats. Das hier ist jetzt die Comic-Variante. Das gleiche gibt es auch nochmal im Neon-Design. Für die, die es lieber etwas schlichter möchten, für die gibt es natürlich auch einfach nur ein T-Shirt, Pullover, was auch immer ihr möchtet, mit dem Smart Home Yourself-Logo oder dem kompletten Banner da drauf. Schaut einfach mal rein. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Würde mich riesig freuen. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für euren Support, egal in welcher Art. Sei es durch Schauen der Videos, durchs Liken, durchs Abonnieren. Apropos für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, klickt doch mal unten auf Abonnieren, weil es ist für euch kostenlos, aber es hilft mir einfach ungemein, wenn ich so in meine Statistiken gucke. Es sind einfach über 75, fast 80% der Zuschauer von meinen Videos, die nicht abonniert haben. Und von daher würde es mich riesig freuen, wenn ihr auf den Abo-Button klickt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, klickt auch direkt daneben auf die Glocke. Wie gesagt, mir wird es wirklich helfen. Euch kostet es nichts, außer einen Klick. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, und in diesem Sinne geht's jetzt hier direkt weiter. Wir sehen uns im Büro wieder. So, wir sind im Büro angekommen und ihr seht erstmal hier alle benötigten Teile, um auf unserer Platine auf den 328P einen neuen Bootloader drauf zu flashen. Wir brauchen einen Arduino Uno. Ihr könnt auch einen Nano oder sonst was nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal einen Arduino Uno. Und ihr braucht die Platine mit dem Atmega drauf. Dann braucht ihr zum Flashen noch ein paar Jumper Wires, um hier ein paar Pins miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt hier einfach mal alles liegen. Und zwar einmal weiblich auf männlich, einmal männlich-männlich und einmal weiblich-weiblich. So, dann haben wir hier noch einen FTDI-Programmer liegen. Auf der einen Seite haben wir den USB-Anschluss, auf der anderen Seite die Pins. Und diesen FTDI-Programmer, den brauchen wir gleich, um ein Sketch zum Testen hier nachher mal drauf zu brennen. Denn wir haben an unserer Platine ja keinen USB-Anschluss. An der Platine ist jetzt hier auch noch ein USB-Kabel dran. Das ist aber nicht für die Datenübertragung, sondern das dient lediglich dazu, hier die 5 Volt und Ground zur Verfügung zu stellen. Insofern, das Kabel bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe es einfach mal dran gelassen. So, und hier habe ich noch ein Mini-USB-Kabel. Das brauchen wir später für den FTDI-Programmer. FTDI kommt erstmal auf Seite. Da kommen wir also, wie gesagt, später zu. Und wir wenden uns jetzt erstmal dem Arduino Uno und der Platine zu. Denn diese beiden wollen wir jetzt verdrahten. Ich blende dazu mal den PC-Monitor ein. Und zwar haben wir hier auf der Seite Arduino CC Tutorial Arduino ESP. Den Link findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Hier sind so die wichtigsten Informationen seitens Arduino zusammengefasst. Was uns jetzt hier vor allem interessiert, sind diese Konfigurationen. Und zwar könnt ihr hier ablesen, welches Board an welchem Pin MOSI, MISO und SCK anliegen hat und ihr könnt sehen, mit wie viel Volt das Board betrieben wird. Das sind so die wichtigsten Informationen, die wir jetzt für unser Vorhaben benötigen. So, wie haben wir uns das Ganze jetzt vorzustellen? Wir haben hier diesen Uno und mit dem möchten wir jetzt diesen Chip programmieren. Was müssen wir dafür tun? Wir müssen dafür die eben genannten Pins MOSI, MISO, SCK, 5 Volt und Ground miteinander verbinden. Und dann muss noch der Pin 10 des Programmer Arduinos, also von dem hier,
mit dem Reset-Pin von dem Atmega verbunden werden. Ja, und ich würde sagen, damit fangen wir doch gleich mal an. Also, wenn wir hier nochmal auf die Tabelle gucken, sehen wir MOSI, MISO und SCK sind die Pins 11, 12 und 13. Also nehme ich mir jetzt hier einfach mal drei Kabel und die stecken wir jetzt mal auf genau diese Pins. Haben wir 8, 9, 10, also 11, 12 und 13 haben wir jetzt angeschlossen. Und die können wir jetzt einfach in der gleichen Reihenfolge so hier rüberlegen. So, und jetzt geht hier 13 auf 13, 12 auf 12 und 11 auf 11. Das war der einfachste Teil. Machen wir mal genauso einfach weiter. Jetzt brauchen wir aber kein männlich-männlich mehr, sondern männlich auf weiblich. Und da hätte ich jetzt gerne mal ein schwarzes und ein rotes, denn jetzt machen wir die Stromversorgung. Und zwar nehmen wir einmal den 5-Volt-Pin und gehen damit hier auf die 5 Volt an unserem FTDI-Anschluss an der Platine. Und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal für Ground. Den legen wir auch noch auf den FTDI-Anschluss der Platine. Und bis hierhin war es immer noch einfach, oder? Und jetzt kommt der kleine Trick an der Sache. Dafür brauchen wir nochmal ein männlich auf männlich Kabel. Das ist jetzt leider nicht ganz schön, aber es funktioniert. Und zwar, normalerweise müssten jetzt der Pin 10 von dem Programmer Arduino mit dem Reset-Pin des zu programmierenden Arduinos, also des Ziel-Arduinos, verbunden werden. Wir haben hier aber keinen Reset-Pin. Ja, also ich scrolle mal eben kurz hier runter, hier seht ihr das. Die drei Leitungen gehen einfach gerade durch. 5 Volt und Ground sind auch gerade einfach miteinander verbunden. Aber vom Pin 10 des Programmers geht eine Leitung rüber auf den Reset des Targets. Wie machen wir das jetzt? Ich stecke mal hier ein Kabel auf den Pin 10. Und jetzt müssen wir gucken, wo haben wir denn hier ein Reset? Ihr habt zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal haben wir hier den Reset-Taster. Da könnt ihr an die oberen Pins, also hier an diese beiden Pins, könntet ihr drangehen theoretisch. Ich habe mich für eine andere Variante entschieden. Und zwar, wenn wir uns mal das Datenblatt von dem Atmega angucken oder beziehungsweise einfach die Pin-Belegung, dann sehen wir hier, Pin 1 des Atmega ist der Reset. Also nehme ich jetzt einfach dieses Kabel und klemme das hier, sofern das möglich ist, ich lege es mal drunter her, an den Pin 1 des Atmega. So. Wie gesagt, ist nicht ganz schön, aber funktioniert. Das Ganze sieht dann so aus. So, und das war es jetzt auch schon mit der Verkabelung und wir können direkt in die Arduino-Software wechseln. Ich schließe mal hier den Arduino an den PC an. Ihr seht, die Lampe leuchtet, alles gut. So, wir haben einen Arduino Uno. Dieser hängt an COM9. Und was wir jetzt möchten, ist, wir möchten den zum Programmer machen. Und dafür wechseln wir hier unter Datei in die Beispiele. Und da gibt es einen Menüpunkt Arduino ISP. Und da gibt es nur noch ein einziges Sketch, das heißt genauso, und das wählt ihr mal aus. So, und jetzt haben wir hier das Arduino ISP Sketch und das ist dafür zuständig, dass wir nachher in der Lage sind, mit diesem Arduino den Atmega mit einem neuen Bootloader zu versorgen. Hier müsst ihr jetzt eigentlich auch gar nichts mehr machen, sondern hier klickt ihr jetzt, nachdem ihr hier Board und Port eingestellt habt, einfach mal auf Hochladen. Das Sketch wird kompiliert, hochgeladen. So. Und das Hochladen ist abgeschlossen. Somit ist der Arduino Uno jetzt einsatzbereit und in der Lage, diesen Atmega zu flashen. Was müssen wir jetzt dafür tun?
Wir gehen als erstes auf Werkzeuge, wechseln hier unseren Programmer und zwar stellen wir den auf Arduino SISP. So, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, ich habe das schon gemacht, aber um ganz sicher zu gehen, wechselt ihr zuerst mal in die Boardverwaltung, klickt hier auf Arduino AVR Boards und dann seht ihr hier, könnt ihr die Version auswählen. Bei mir gibt es jetzt kein Update mehr. Sollte bei euch ein Update zur Verfügung stehen, dann sieht das bei euch so aus wie hier der Installieren-Button. Dann stünde hier jetzt Update, dann solltet ihr da einmal draufklicken, die Version vorher aktualisieren. Bei mir ist alles soweit aktuell und wenn das der Fall ist, könnt ihr hier auf Werkzeuge einfach sagen Bootloader brennen. Wichtig an der Stelle vielleicht anzumerken, eben um das Sketch hochzuladen, haben wir hier unter Werkzeuge Arduino Uno und COM9 ausgewählt, um ihm zu sagen, er soll das Sketch auf diesen Arduino Uno flashen. Was wir jetzt möchten ist ja, er soll den Bootloader über diesen Arduino auf diesen Arduino flashen. Das heißt, das Board, was wir jetzt auswählen, bezieht sich auf diesen Chip. Ja, also die Boardauswahl, die bestimmt letzten Endes, welcher Bootloader gleich übertragen werden soll. In unserem Fall ein Arduino Uno. Der COM-Port wiederum bezieht sich auf diesen Arduino Uno, weil er soll die Daten an diesen Arduino schicken und der weiß dann, was zu tun ist, um die Sachen hier rüber zu schieben. So, und diese Aussage hat jetzt einen kleinen Haken. Und das hängt davon ab, was ihr für einen Chip gekauft habt. Das hier ist ein originaler Arduino Uno und für den stimmt die Aussage, die ich gerade getätigt habe, uneingeschränkt. Wenn ihr jetzt einen billigen Atmega gekauft habt, dann kann es euch passieren, dass diese eben nicht hundertprozentig kompatibel sind. Und das ist hier bei diesem Chip der Fall. Das ist ein günstiger China-Chip. An sich funktioniert er, der lässt sich fast ganz normal nutzen, aber eben nicht als Arduino Uno, sondern in diesem Fall müssen wir jetzt hier sagen Arduino Nano. Und wenn wir jetzt nochmal unter Werkzeuge gucken, sehen wir, wir haben hier jetzt eine zusätzliche Einstellmöglichkeit bekommen, und zwar Prozessor. Die steht auf Atmega 328P. Eigentlich sind Uno und Nano, was den Prozessor angeht, ja auch identisch. Aber, wie ihr hier schon seht, es gibt einen alten und einen neuen Bootloader. Und der neue ist eben mit diesen China-Klons nicht kompatibel. Also müssen wir den alten Bootloader wählen. Und jetzt können wir hier unten sagen, Bootloader brennen. Und das heißt jetzt, er schiebt an COM9, also an diesen Arduino, den Bootloader eines Nanos, also eines 328Ps, hat ja der Nano und der Uno, deshalb können wir das so problemlos einfach machen, das auf Nano umstellen, weil wir machen das nur, damit wir den alten Bootloader auswählen können, weil wir diese Möglichkeit bei einem Uno einfach in der Arduino IDE nicht haben. So, und ihr seht, der Bootloader wurde gebrannt, es hat alles funktioniert und somit ist dieser Arduino jetzt einsatzbereit. Ihr seht schon, beide Seiten blinken und insofern sind wir mit dem Flashen jetzt eigentlich schon fertig. Um euch jetzt zu zeigen, dass das alles auch so funktioniert, wie ihr das gewohnt seid, bis auf dass wir keinen USB haben, kommt jetzt der FTDI ins Spiel. Und wie das funktioniert, dazu kommen wir jetzt. Ich nehme mal eben kurz alles auseinander. Den Arduino brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt haben wir hier unsere Platine mit dem USB-Kabel, was wir immer noch nicht brauchen, sondern wir brauchen jetzt hier den FTDI. Und wir haben hier unsere FTDI-Schnittstelle. Diese hat 5 Pins, also nehmen wir uns auch mal 5 Kabel. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier für Pins? Wir haben GND, dann haben wir 5 Volt, dann haben wir TX, dann haben wir RX und wir haben DTR.
So. Und das Ganze schließen wir genauso auch hier an diesem FTDI-Anschluss an. Ja, wir schließen es wirklich genauso an. Wer jetzt aufgepasst hat, es gab TX und RX. Hier hat sich der Jürgen bei der Beschriftung vertan, beziehungsweise vertan ist so relativ. Er sagt, es waren so viele, die da immer mit durcheinander gekommen sind. Also ist die Beschriftung hier vertauscht, damit man wirklich sagen kann, schließ RX an RX, TX an TX. Kann man darüber streiten, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Ich möchte das gar nicht bewerten. Die Argumentation verstehe ich. Und wir schließen jetzt einfach genauso an, wie es hier auf dem FTDI auch steht. Also, wir fangen an mit Ground. Dann haben wir hier am Rand die 5 Volt. Ja, das ist unpraktisch. Die schließe ich zum Schluss an. Braun war TX. Also gehen wir auch hier an TX. Dann haben wir hier den RX, den schließen wir auch hier ans RX an. Gelb war der DTR, den haben wir noch hier oben. So, und zum Schluss noch die 5 Volt. So, ja, und was macht dieser FTDI-Adapter? Kurz gesagt, der sorgt dafür, dass unsere Platine einen USB-Anschluss bekommt. Und jetzt können wir diese Platine genauso über USB verwenden, wie wir das auch von solchen Arduinos gewohnt sind. Nämlich einfach anschließen, in der Arduino-Software den entsprechenden Port auswählen, Sketch auswählen, hochladen, fertig. Und das machen wir jetzt. Ich habe hier leider nur so ein kurzes USB-Kabel. Ich versuche es aber mal so hinzukriegen, dass ihr das auch seht. Es passt noch so gerade alles ins Bild. Ich lade einfach mal das Beispiel Blink, aber wir sagen ihm hier, soll er bitte 3 Sekunden warten, hier soll er bitte 5 Sekunden warten und ich denke mal, den Unterschied zum jetzigen Blinken sollten wir erkennen. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir jetzt einen neuen Port und zwar COM6. Und das ist jetzt hier unser FTDI-Programmer mit dem COM6, den wählen wir aus. So, und wie gesagt, wir haben jetzt hier den alten Bootloader draufgepackt und insofern müssen wir jetzt in der Arduino-Software auch Arduino Nano und Old Bootloader ausgewählt lassen. Es ist trotzdem vom Aufbau her eigentlich ein Arduino Uno-Klon, aber wir müssen ihm hier jetzt sagen Nano, weil es eben der alte Bootloader ist und wir das bei dem Uno da nicht auswählen können. So, Einstellungen passen also. Und wir sagen hochladen. Das Sketch wird kompiliert. Er lädt es hoch. Und der Upload-Vorgang ist abgeschlossen. Und ihr seht, die LED blinkt langsam. So, damit ihr mal seht, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt sage Uno. Wenn ich das jetzt auf ein Uno stelle und wir sagen hier mal wieder 1 und 1 und laden das Ganze nochmal neu hoch, dann kompiliert er wieder neu. Er versucht es auch hochzuladen, aber es klappt einfach nicht. Ihr seht, die LED blinkt munter in ihrem langsamen Rhythmus einfach weiter und da wird sich auch jetzt in der nächsten Stunde nichts dran ändern, weil die Kommunikation zwischen Arduino-Software und dem Atmega funktioniert so einfach nicht. Wenn wir jetzt wieder umstellen auf Nano. Achso, das war, weil er den Upload-Vorgang eben nicht sauber abbrechen konnte. So, jetzt lädt er wieder richtig hoch. Und ihr seht, jetzt haben wir wieder den Sekundenrhythmus. Also, da kann man jetzt erstmal schon mal das kleine Manko sehen, aber jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, und hat der Jürgen Mist gemacht? Nein, hat er nicht. Es ist wirklich nur dieser Chip und das zeige ich euch jetzt auch noch. So, wir nehmen jetzt mal hier den Atmega raus, nehmen aus meinem Uno ebenfalls den Atmega raus. So. Wenn wir jetzt den originalen Atmega hier drauf packen
auf unsere Platine. Das Einzige, was wir jetzt gewechselt haben, ist also wirklich nur dieser kleine Chip. Und wenn ich jetzt nochmal diese Platine hier anschließe, so, erstmal seht ihr, es blinkt nichts mehr, weil klar, auf dem Chip ist ja der Programmer Sketch drauf. Jetzt kann ich aber sagen, ich hätte gerne hier einen Arduino Uno und ich möchte dieses Sketch hochladen. Und ihr seht, die LED blinkt, was mit dem anderen Atmega eben nicht möglich war. Also die Platine ist vollkommen in Ordnung. Die Platine ist ein sauberer Arduino-Klon, aber es lag jetzt bei dem Vorführeffekt gerade einfach an dem alten China-Chip. Ich hätte das natürlich vor dem Video wechseln können. Ich wollte euch das aber einfach mal zeigen, damit, wenn mal einer auf so einen alten China-Chip trifft, dass ihr wenigstens auch wisst, das ist ein alter Bootloader. Hier kann ich einfach umstellen auf Arduino Nano, stell auf alten Bootloader und kann das Ding weiterhin benutzen. Das funktioniert also wunderbar. Das liegt irgendwie an den internen IDs und was weiß ich. Ich bin kein Techniker, der Jürgen kann euch das vielleicht was besser noch erklären. Wenn ihr da Bock drauf habt, fragt im Livestream gerne mal nach. An der Stelle, ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen, dass ihr es mal gesehen habt. Und ja, insofern, die Platine funktioniert. Ihr wisst jetzt, wie kann ich einen Bootloader flashen. Und ich glaube, das war's erstmal an der Stelle. Ja, wie ihr gesehen habt, die Platine funktioniert. Jürgen hat also Wort gehalten und uns wirklich gezeigt, wie man mit KiCad einen funktionstüchtigen Arduino-Klon selber designen und auch herstellen lassen kann. Noch einmal vielen Dank, Jürgen, für das tolle Tutorial. Ja, fast hätte ich es vergessen. Wir haben natürlich nicht nur eine Platine fertigen lassen, sondern fünf. Und daher haben wir jetzt hier noch vier Platinen übrig. Und die vier Platinen hauen wir an euch jetzt kostenlos raus. Und zwar, jeder Kommentar nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil. Und das Gewinnspiel lassen wir laufen bis zum 30.08. Und ja, am 30.08. ist der Livestream. Insofern würde ich sagen, bietet sich an. Am 30.08. ab 18 Uhr im Livestream werden auch die vier glücklichen Gewinner dieser Platinen gezogen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal im Detail nachlesen. Ja, und dann war es das auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns alle im kommenden Livestream wieder. Wie eben schon gesagt, am 30.08. gegen 18 Uhr hier auf meinem Kanal starten wir den Livestream gemeinsam mit Jürgen. Wir schauen nochmal ein bisschen zurück. Was habt ihr von der KiCad-Serie gehalten? Was habt ihr vermisst? Was fandet ihr gut? Und wir schauen in die Zukunft. Wie geht's hier weiter? Mit welchen Themen befassen wir uns in Zukunft? Welche Themen, welche Videos möchtet ihr hier auf dem Kanal noch sehen? Und ja, dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hier hingeht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle im nächsten Livestream wiedersehen. Wie eben schon gesagt, 30.08. gegen 18 Uhr hier auf dem Kanal. Merkt euch den Termin, schaut einfach mal vorbei. Mich würde es auf jeden Fall riesig freuen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, gebt ihm doch einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, klickt doch mal direkt auf Abonnieren. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, auch direkt daneben auf die Glocke. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!